Aus der Schulzeit ist jeder gewöhnt, dass immer die, die am meisten gelernt haben, auch die besten Noten immer hatten. Das hat immer so am besten funktioniert. Aber im Studium ist es dann so, dass eigentlich gefühlt jeder sehr, sehr viel lernt. Nur da gibt es dann immer so ein paar Ausnahmen. Und vielleicht kennst du auch solche Kommilitonen, die scheinbar kaum lernen müssen und immer gut in die Prüfung reingehen und trotzdem immer die Top-Noten haben, wo du dich fragst, wie machen die das denn? Weil gerade wenn du jetzt in der Situation bist, dass du viel Zeit in die Uni investierst, die das wichtig ist und du teilweise in der Klausurenphase dann wirklich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, den ganzen Stoff nochmal zu wiederholen, dann willst du ja auch entsprechende Ergebnisse für den hohen Aufwand haben. Dann hast du dir vielleicht auch schon gedacht, dass du willst, dass die Lernzeit für die Uni sich endlich mal auszahlt und auch in den Noten widerspiegelt. Und wenn du das so oder so ähnlich auch von dir kennst, kommen viele eben in so einen kleinen Teufelskreis rein, dass sie schon viel Zeit investieren, aber nicht das Gefühl haben, dass sie trotzdem sicher in die Prüfung reingehen, deswegen noch mehr lernen, noch mehr Zeit investieren und das eben so ein sich selbst verstärkender Teufelskreis ist. Die Lösung kann also nicht sein, einfach nur immer mehr Zeit zu investieren, sondern mal wirklich den Ursprung zu lösen. Nur was ist jetzt der Ursprung? Der springende Punkt ist einfach, dass wir alle nur begrenzt Zeit haben jeden Tag. Wir alle haben nur 24 Stunden und das ab einer gewissen Lerndauer pro Tag, das sind in der Regel so 6 Stunden, 7 Stunden, die man maximal lernen kann, weil jede Zeit, die du noch oben drauf steckst, eher dafür sorgt, dass am Ende weniger gelernt wird. Weil was ganz wichtig zu verstehen ist, dass das Lernen nicht nur daraus besteht, sich den Stoff durchzulesen und sich damit aktiv zu beschäftigen, sondern dass man auch dem Kopf die Zeit geben muss, das Ganze zu verarbeiten und eben wirklich im Kopf dann erst abzuspeichern. Das heißt, man muss da so eine Balance finden zwischen Zeit, wo ich Informationen aufnehme und Zeit, wo der Kopf das Ganze wirklich verarbeiten kann. Und wenn du eben dann anfängst, mehr als 6, 7 Stunden dann in der Regel zu lernen, dann nimmst du eben von dieser Zeit, wo der Kopf das verarbeiten kann, nimmst du einfach dann weg. Sei das jetzt, dass du weniger Sport machst, dich weniger mit Freunden triffst, weniger schläfst. Das sind alles Zeiten, die auch produktiv sind, weil sie eben dafür sorgen, dass du wirklich die Information mal behältst. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ich lerne jetzt aber gerade 10 Stunden pro Tag, weil ich sonst mit dem ganzen Stoff nicht durchkomme. Und deswegen muss ich so viel mehr Zeit investieren. Ich will ja eigentlich auch weniger lernen, aber ich muss das ja machen. Und wenn du das für dich sagst, dass du ja so viel Zeit investieren musst, weil du sonst mit dem Stoff nicht durchkommst, dann ist es nicht die Lösung, einfach noch mehr Zeit zu investieren, sondern ist die Lösung, dass du anfängst, an der Lernmethodik zu verbessern, dass du eben deine Lerneffizienz steigerst. Weil dann ist das Hauptproblem, und das ist eben das, was man einfach auch aus der Schulzeit eben noch immer gewöhnt ist, dass man einfach sehr passiv lernt, dass man einfach sich viel den Stoff durchliest, viel markiert, sich einfach nochmal stumpf das Ganze wiederholt. Das ist aber etwas, was eher sehr zeitintensiv ist, nicht wirklich effizient und eben dafür sorgt, dass du viel investieren musst, viel Zeit reinsteckst, aber wenig wirklich im Kopf hängen bleibt. Aber mal als Gegenbeispiel, um zu zeigen, dass es auch anders geht, erinnere dich mal an deinen letzten Urlaub. Wenn du da jetzt mal drüber nachdenkst, der letzte Urlaub, der vielleicht vor ein paar Wochen war oder ein paar Monaten, aber auch an Urlaub von vor 10 Jahren, 5 Jahren mit deinen Eltern vielleicht noch, da kannst du dich teilweise noch sehr, sehr genau dran erinnern, auch sehr detailreich dran erinnern und das ohne, dass du es oft wiederholt hast, sondern du hast es erlebt und es war sofort abgespeichert. Das zeigt ja schon, dass der eigene Kopf und eben auch dein Kopf eben sehr wohl in der Lage ist, Informationen eigentlich nur einmal aufzunehmen und trotzdem wirklich über Jahre hinweg zu behalten. Das heißt, der Kopf kann sehr wohl auch sehr effizient und sehr zeiteffizient lernen, ohne ständig wiederholen zu müssen. Es ist also nur eine Sache von der richtigen Technik. Nur wie sieht jetzt so eine Technik aus, dass man anfängt, den Stoff schneller zu behalten, um weniger Zeit investieren zu müssen, damit ich auch mehr Ausgleich habe und dadurch entspannter an die Prüfung gehen kann? Naja, ein ganz, ganz wichtiger Schritt von diesem sogenannten gehirngerechten Lernen oder gehirnoptimierten Lernen, wo der Stoff gleich hängen bleibt, worüber wir hier auch auf dem Kanal im Wochentakt reden, ist, dass du die richtige Vorbereitung machst. Und das bedeutet, egal ob du in eine Vorlesung reingehst während der Vorlesungszeit oder auch in der Klausurvorbereitung. Eine richtige Vorbereitung sorgt dafür, dass du hinten raus gleich viel mehr behältst, viel mehr wirklich direkt hängen bleibt, ohne dass du ständig wiederholen musst. Und eine sehr gute Vorbereitung macht eben aus, dass du wirklich einmal einen gesamten Überblick über das, was jetzt anstehst, bekommst. Das heißt, wenn du in eine Vorlesung gehst, dass du dich davor schon mit den Folien und mit den Themen auseinandersetzt, dir schon mal anschaust, wie hängen die ganzen Themen denn miteinander zusammen, worum wird es denn dann gehen? Weil sobald du das gemacht hast und da schon ein Bild für dich im Kopf hast und du dann in die Vorlesung gehst, wirst du direkt viel mehr nachvollziehen können, das viel, direkt viel besser verstehen können und dadurch bleibt es auch direkt viel besser hängen. Und in der Klausurvorbereitung, wenn du eine ordentliche Vorbereitung machst, heißt das, dass du dich konkret wirklich auf das fokussierst, wo denn eben noch die Problemstellen sind. Dass du nicht die Sachen wiederholst, die du schon gut kannst, weil das ist ja dann auch im Grunde Zeitverschwendung und sorgt auch dafür, dass dein Kopf eigentlich abschaltet, weil er sich denkt, hey, kann ich ja schon. Sondern dass du dich ganz gezielt auf die Problemstellen, auf die größten Hebel, auf den wirklich wichtigen Stoff konzentrierst. Und das machst du eben auch bei einer Vorbereitung. Das machst du nicht, während du am Schreibtisch sitzt und sagst, ich will jetzt Mathe lernen und dann guckst du jetzt mal durch und dann machst du das so, sondern das bereitest du im Vorhinein schon vor
indem du dich im Vorhinein auch mal einen Gesamtüberblick machst über das ganze Modul Mathe, was jetzt ansteht, und dir mal überlegst, wo sind denn jetzt wirklich noch die kritischen Themen, die ich auf jeden Fall noch durcharbeiten muss. Und das machen eben die meisten Studenten viel zu wenig, weswegen sie dann immer in die Vorlesung gehen oder in die Klausurvorbereitung reingehen und dann eigentlich immer das lernen, was jetzt gerade ihnen gezeigt wird in dem Moment, aber man kann es jetzt auch gar nicht richtig verbinden. Man muss es dann ständig wiederholen oder man sagt, ich lerne es dann sowieso später, und dann staut sich es nur immer weiter an bis hinten raus, bis man dann kurz vor den Prüfungen enormen Stress hat, das Ganze zu wiederholen, gar nicht alles schafft und mit einem schlechten Gefühl in die Klausur reingeht und deswegen eben auch nicht die besseren Noten schreibt. Das ist natürlich nur ein Aspekt von gehirnoptimiertem Lernen, aber ein sehr wichtiger Aspekt. Und der hat eben unter anderem dafür gesorgt, dass du es wirklich schaffen kannst, mit einer 35-Stunden-Woche auf einen Einserschnitt im Studiengang zu kommen. Und das eben auch wirklich sicher, dass du mit einem guten Gefühl in die Prüfung gehst. Einzig und allein oder unter anderem, dass du eben wirklich eine saubere und gute Vorbereitung machst und eben deinem Kopf damit die Möglichkeit gibst, deinen Stoff auch wirklich gleich zu verstehen, ohne dass du es ständig wiederholen musst. Und wenn du mal noch genauer erfahren willst, wie denn so eine gehirnoptimierte Lernstrategie aussieht im Ganzen und wie du eben damit schaffst, bessere Noten zu schreiben, trag dich mal gerne unter dem Video für eine Lernanalyse bei uns ein. Das ist komplett kostenlos und unverbindlich. Wir schauen uns deine Situation an und geben dir schon konkrete Techniken und Tipps mit. Also trag dich einfach mal ein und dann sprechen wir vielleicht auch bald in Person und helfen auch dir, auf einen Einserschnitt mit überschaubarem Zeitaufwand zu kommen.